Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Und zwar, ich zeige euch mal, was euch hier demnächst erwarten wird. Einmal Sonne und Mond, Stunde der Wächter machen wir auf. Drei Packs habe ich hier. Dann eine Pokéball-Tinbox, wo ich gar nicht weiß, was da drin ist. Ich fand die nur so stylisch, dass ich sie einfach mitnehmen musste. Kommt dann auch hinterher ins Regal oder auf den Schreibtisch oder so. Mal gucken. Ja, einmal die noch. So, dann haben wir hier Schild und Schwert, flammende Finsternis. Ja, haben wir 5 Booster, werden wir auch aufmachen. Hoffen natürlich auf dieses wunderbare Glurak V-Max. Und dann machen wir noch eine Weg des Champs Box auf. Die Fair Belly Arena Box, ja, die Pin-Kollektion in Deutsch auch. Und sind schon ganz gespannt, was da so drin sein wird. Ich weiß, dass man da einen Shiny Glurak ziehen kann und weiß auch, dass es selten ist. Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass wir das kriegen. So, und hier haben wir noch ein paar mehr Sachen. Und zwar sind die angekommen, während wir die anderen Videos aufgenommen haben. Und ich dachte mir, ich packe euch das einfach mal mit in das erste Video rein. In das Informationsvideo, wo ich euch zeige, was wir alles öffnen werden, so die nächste Zeit. Und zwar haben wir einfach hier noch so eine Pokéball-Tinbox mit dem Finsterball und 3 Boostern drin. Dann haben wir noch einen Schwert und Schild Farbenschock Booster, den einzigen, den ich hier in der Umgebung bekommen habe. Und eine Evoli V-Tinbox. Sagen, lasst am besten ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Opening verpasst. Demnächst kommt auch noch mehr. Und dann hoffe ich, das Informationsvideo hat euch schon gefallen und dass wir uns in Zukunft hier auf dem Kanal wiedersehen. Bis dann, ciao!